wie du... Sitz. Sitz. Warte. Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen. Aber HundebesitzerInnen wissen, einen Hund zu haben bedeutet nicht nur schmusen, spazieren gehen oder spielen. Einen Hund zu haben bedeutet auch strikte Erziehung, klare Regeln und vor allem starke Nerven. Diese Erfahrung musste auch Sandra Kupke-Abel mit ihrem Hund Akito machen. Akito ist ein 3,5 Jahre alter Boxer und keine Corso-Mischling und lebt seit 2 Jahren bei Sandra und ihrem Ehemann Frank. Man hat ja mit jedem Hund irgendwie was, wo man mal ein bisschen trainieren muss. Bei ihm ist es, wenn, dann so Hundebegegnungen, wo er nicht immer so relaxed ist, sondern manchmal auch nach vorne prellt. Wir wissen da aber auch noch nicht so ganz, ist das jetzt, hey, ich will zocken, oder ist das, ich setze jetzt relativ schnell meine Grenze und sage, ich habe da keinen Bock drauf. Bei solchen Fällen ist es sinnvoll, einen Experten heranzuziehen. Für Hundetrainerin Sarah Mikula sind solche Hunde Alltag. Sie machte sich mit der Hundeschule Dogs on Tour in Gelsenkirchen selbstständig und weiß, wie man diese Probleme am besten angeht. Wenn man zum Beispiel einen Hund hat, der Probleme mit Artgenossen hat, sage ich jetzt mal, das ist ganz oft so, dass die Leute, die gehen spazieren, oh mein Gott, da kommt ein anderer Hund, wir gehen in die andere Richtung. So kann es natürlich nicht weggehen. Wenn man immer nur Meideverhalten zeigt und nie direkt in die Problematik reingeht, um das zu trainieren, dann kann es halt nicht besser werden. So was muss man wirklich bei jeder sich bietenden Gelegenheit üben. Ja, wir haben hier den Akito. Akito ist ein keine Corsa Boxermischling. Kommt aus dem Tierheim Bochum, ist im Tierheim gelandet, da war der unter 1, hat er ja schon 4 Besitzer gehabt, auch einige Problematiken schon. Wir arbeiten da jetzt schon ein bisschen dran, es ist auch schon viel besser geworden. Wenn man 2 so Rassekonstellationen hat, hast du ganz oft 2 Herzen in einer Brust. Der keine Corso ist zum Beispiel ein Hund, der mag nicht so gerne Fremde, der ist sehr wachsam. Das ist so ein Kriegshund, der wurde früher wirklich für den Krieg gezüchtet. Und der Boxer ist mehr so der Clown, ne? Der liebt alles, der sitzt am liebsten auf dem Schoß, je mehr Besuch, desto besser, mittendrin stand nur dabei. Und das ist komplett das Gegenteil von dem, was so ein Carne Corso in sich trägt. Und das sind immer so Überraschungskisten, solche Hunde, und die können auch in jeder Situation anders sein. Die Diagnose? Akito ist kein hoffnungsloser Fall und sein Verhalten beim Spazierengehen soll mit Sarahs Training gezähmt werden. Dieses begleiten wir heute und fragen uns, wie viel kann man in einer Stunde Training überhaupt erreichen? Hundebegegnungen kann man natürlich am besten dort trainieren, wo auch viele Hunde sind. Darum treffen wir uns am Gelsenkirchener Tierheim. Denn hier gibt es ganz viele gassigehende Vierbeiner, die nur darauf warten, Akito zu treffen. Und da kommen sie auch schon, die ersten Hindernisse. Du siehst, da kommen jetzt 2 Jogger angelaufen. Du siehst auch, Akito hat dich schon angeguckt. Da würde ich jetzt schon stehen bleiben, dich schon mal Sitz machen lassen. Akito, Sitz. Mach mal Sitz. Genau, super. Fokus auf dich, dass er dich anschaut. Das macht sehr gut. Ja, klasse. Hat super er gut gemacht. Hat er sich einen Keks verdient. Bisher zeigt sich Akito von seiner besten Seite. Frauchen Sandra und Hundetrainerin Sarah sind stolz. Für mehr Interaktion beim Spaziergang sollen Sandra und Akito eine ganz spezielle Übung machen. Dann kann er sich auch in die Sitz. In verschiedene Richtungen drin, einmal links rum, einmal rechts rum. So, wollen wir das mal gucken, ob du das... Ja, du rutscht nämlich runter. Hier, drehen. Genau. Gut. Und nochmal. Drehen. Super. Nochmal. Auch diese führt der Mischling ohne Probleme aus. Die Trainingsstunde scheint erfolgreich. Bis... Jetzt haben wir wieder so eine Situation, du machst jetzt mal Sitz. Genau, da ist wieder und wir eine. Gucken mal. Sitz, Akito. Morgen. Ich habe gesagt Sitz. Gut. Stören wir? Nein, alles gut. Nein. Ja, da hat es jetzt. Da war jetzt eine gute Situation. Man hat jetzt gut gesehen, dass wir trainieren immer so, dass wir immer als Puffer zwischen unserem Hund und dem Außenreiz sind. Und das hat bei ihm auch gut geklappt. Aber ihr habt gesehen, der andere Hund, der ist einfach an der Flexileine so auf uns zugelaufen. Und Akito hat gesagt, ey, das finde ich scheiße. Und da fehlt oftmals das Verständnis von anderen Hundebesitzern, weil er denkt sich, meiner ist ja nett, der wird schon nichts machen und lässt ihn dann schön an der langen Leine zu uns laufen. Sofern es nicht allein Akitos Fehler war, zeichnet sich die Trainingseinheit als eine wahrhaftige Sternstunde aus. Die letzte Übung stellt den Erfolg der Stunde aber noch einmal auf die Probe. Dafür holt sich Sarah sogar Verstärkung, und zwar auf 8 Pfoten. Diese perfekt bei Fuß gehenden Hunde können nur Sarahs eigene Hunde sein. Ob Akito ihr braves Verhalten nachahmt und die große Abschlussübung meistern kann? In der Verabschiedung mache ich das so, dass wir da halt auch mal noch eine kleine Übung mit einbauen. Viele Hunde sind halt sehr menschenfreundlich und rennen zu jedem Menschen hin, gerade wenn die fremde Person mit dem eigenen Menschen redet. Und dann trainieren wir halt auch immer, dass wir die Hunde wirklich sitzen lassen. Komm mal hier, sitzen. Sitz. Die Leine fallen lassen. Die Menschen geben sich die Hand. Sandra,
Tschüss, Sarah. Dankeschön. Tschüss. Das geht kann auch runter. Immer mal passieren. Das ist ja nicht so schlimm. Da muss der Hund korrigiert werden. Wir auch. Sitzen. Sitz. Sitzen. Sitz. Sitz. So. Ja, dann korrigiert mal den Hund. Mach. Der Hund ist offen. Das ist so. Akito liebt mich und Akito möchte unbedingt auch Tschüss sagen und versteht das gar nicht, warum darf ich ständig. Ne? Aber wenn Fräuchen Nein sagt, dann ist es halt so. Nun, das muss vielleicht doch nochmal geübt werden. Aber wie schätzt Sarah ansonsten den Fortschritt dieser einzelnen Trainingsstunde ein? Was viele Menschen denken, so wie bei Martin Rütter, man macht eine Hundestunde und der Hund ist zack geheilt, weil man dreimal am Ohr gezogen hat oder so, das funktioniert nicht. Und man kann zwar in einer Stunde schon Fortschritte machen, man muss aber zu Hause immer weiter trainieren, weil sonst sind die Fortschritte drei Tage später auch schon wieder weg. Für Sandra und Akito steht also noch viel Arbeit bevor.